Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Warhammer 2 mit dem DLC Die Vampirküste. So, wir haben Bevölkerungsüberschuss in einer Provinz. Wir haben die Fraktion, die Tyrannen des Schwarzen Ozeans getroffen. Die südliche Wächter sind zerstört und tot. Wir haben ein Spardeck für Lothar Arkon gebaut. Bow to your king. Und großer goldener Götze. Offenbar wurde ein Tempel der Echsenmenschen ausgegraben. Er ist zwar größtenteils baufällig, aber in der Mitte eines Gartens, der wohl einst für Zeremonien genutzt wurde, steht eine einzelne Statue. Sie muss ein Vermögen wert sein, aber sie zu entfernen, wird den Tempel mit Sicherheit zusammenbrechen lassen und den Zorn von jemanden erwecken. Sollen wir den Götzen an uns nehmen und die Folgen ignorieren oder besser Vorsicht walten lassen, um nicht zu viel Aufmerksamkeit und ihre kalte, gnadenlose Blutlust auf uns die zu ziehen? Pirates are pretenders. Wir nehmen uns das Ding einfach und gut ist. Ich kann nicht, warum nicht? Folgendes. Ja, dann zerstör den Tempel. Ist mir doch Wurst. Ich will das haben. Wo kann ich das nicht auswählen? Gott verdammt. Irgendwie kann ich da nicht hinklicken. Das ist schade. Na, wir sind hier voll umzingelt von diesen. Lord of the Black Court. Von diesen ganz vielen Armeen, da können wir kaum was machen. Ich würde die Blutsümpfe, die würde ich zur Not fallen lassen. Hier unsere Hauptstadt, die muss als erstes ausgebaut werden. So. Das können wir machen. Yes. Runde überfallen. Was ist dieser Punkt? Wir haben ja hier irgendwo einen Schatz, verdammt. Sieht man das hier auf der Karte? Könnte das hier sein, ne? Gehen da einfach mal hin. The land is easy. Oh. I need a moment. Nee, irgendwie ist aber nichts auswählbar. Geh nochmal auf die Karte. Only room for one pirate here. Schatzkarte. Hier ist irgendwie gerade alles in der Nähe. Zeig doch mal, wo ist er denn? Ach, das sind die Schiffe. Teile der 8, wir müssen die gegnerischen Typen platt machen. Ja, und Rätsel der Kartografen. Schlaf nicht. Schlaf ist nicht vonnöten, ja. Blabla, hier irgendwo bei den Sümpfen. Ansonsten machen wir Pockenmarsch, den blasen wir den Marsch quasi. Aber wir haben auch ein Symbol, wir können irgendwas graben, ne? Crazy! Warte mal. Not stupid. Stellung nach Schatzgraben. Ah! Dann graben wir nochmal nach dem Schatz. Eure Schatzkammer schwillt immer mehr an, Admiral. Gib mir Schatz. Und doch gibt es noch mehr zu holen, wenn euch der Sinn danach steht. Mir steht immer der Sinn danach, mehr zu holen, also. Danke. So. Mission erfolgreich. Findet einen versteckten Schatz, indem ihr das Rätsel auf der Karte löst. Wir haben eigentlich kein Rätsel gelöst. Finde ich auch gut so. So, das ist noch die Beschreibung. Möglicherweise erhaltet ihr einen großen Schatz. Ja, gib mal her, möglicherweise. Er hat 2000 und 150 Ruhm. Infamie ist irgendwie kein Wort für mich. Ich sag einfach, es ist Ruhm. Die Deckarbeiter gruben die ganze Nacht lang, bis ihre rostigen Spaten auf die alte Truhe in der Erde stießen. Der Schatz wurde gefunden. Yippie-yay, Schweinebacke. Ritus freigeschaltet. Fluch des Meeresnebels. Wenn die Toten aus dem Meer an Land kommen, sollen sie von einem dichten, bösartigen und tödlichen Nebel umgeben sein. Dieser umhüllt den Admiral, der sie befiehlt. Dieser Ritus steht nun im Ritusfenster zur Verfügung. Unten rechts auf der Kampagnenoberfläche. Vielen Dank. Es wird dann hier sein. Die Queen Bess, die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben.
Das mit an Land kommen und Nebel finde ich ja echt dufte. Heckdauer 5 Runden. Oh, das ist schön. Das finde ich schön. So. Bow to your king. Das heißt... Ja. Jetzt haben wir... Jetzt müssen wir ein bisschen rumschippern, ne? Eigentlich müssen wir... So, hier quasi in der Mitte sein. Irgendwo. War ich weit weg? Warte mal. Uns rausrollen. Eigentlich auf der Ebene hier. Das... Die Rätsel des Ranals. Das sind alles Rätsel hier. Das ist auch ein Rätsel von Ranald auf der Insel. Ja. Die sind ziemlich nah beieinander. Boah, nimm mal mit alle, ne? Gib Geld. Geld ist gut. Bei den Schiffen traue ich mich noch nicht so ran. Er hat zwar 16 Einheiten, ich hätte aber gerne ein bisschen bessere Einheiten. Ja, das ist, Wir haben quasi nur Schund, bin ich ganz ehrlich. Weil ich bin mit diesen Fledermäusen, mit diesen Deckwerfern, bin ich noch nicht so warm geworden. Können wir hier irgendwas ausbauen, verbessern? Das geht in den Schaden. Gut, dann war es mit der Runde. Dann würde ich sagen, ach ja, wir sind hier aufgestiegen. Wir sind jetzt auf Platz 10. Wir sind jetzt in der Top 10 der obersten, wichtigsten Piraten im Warhammer-Universum. Ist das nicht geil? Wir sind echt eine Nummer. So. Errungenschaft eingeschaltet. Ein X markiert die Stelle. Aber meinen ersten Schatz gefunden. Okay. Ansonsten können wir es ja mal versuchen gegen die Menschen. Fraktion angetroffen. Itza. Und der wird mir wahrscheinlich nicht mehr lange die Treue schwören. Aber der wird ja auch noch geben mit 14 Einheiten. Und der ist jetzt gleich weg. Wird vielleicht hier abkürzen, aber den kriegen wir wahrscheinlich auch nicht. Aber die kommen ja alle mal wieder. Das ist ja nicht so schlimm. Den greife ich nicht an. Alleine dieses Vieh, was ich nicht aussprechen mag, ist sehr groß und sehr stark. Und da habe ich noch nichts entgegenzusetzen. Ist einfach so. So. Ich möchte gerne plündern, töten, brandschatzen oder so. Zieh nochmal hinterher, vielleicht pendelt er nochmal hier hin, dann können wir in der nächsten Runde angreifen. Und... Ja, Treue kann ich nichts machen. Sonst können wir das Geld sparen, oder? Ja, wir haben eh nichts. Könntest nirgendwo reinstecken. Also, nächste Runde. Zack, fertig. Das noch ein bisschen schneller. Das wird sich hier oben noch ein bisschen ausmerzen. Da werden noch bestimmt einige sterben. Was haben wir hier? Ja, gegen die möchte ich nicht kämpfen. Versuchen wir es mal gegen die Menschen. Haben wir irgendwas Schnelles? Oder irgendwie? Wir haben keine schnellen Einheiten. Das Einzige, was schnell ist, ist er hier. Halbwegs. Ich würde ihn aber nicht als Kavallerie bezeichnen. Und diese Lightheim-Sucher gegen Infanterie verursacht entsetzte Schleier, ja. Kommen wir jetzt endlich dagegen an. Die kommen da nicht hin und wir kriegen minus Einheiten. Ach, auch nicht gut. So, und wir, ja, kriegen kaum Geld. Aber die haben volle Mannstärke, oder was? Scheiße. Ja, hilft nichts. Nächste Runde. Ich habe ja nur eine Armee. Ich habe ja nur Harkon. I cannot guarantee your safety. Oh, Raffen. Especially from me. Wer wollte denn? Friedens? Pass auf, wir sind bestimmt hier unten irgendwo. Ah, hier ist Itza. Das ist nicht schlimm. Itza. Ich sage erstmal ja, wir kriegen ja Geld von denen.
Wer weiß, wo die sind? Wir sind Piraten. Hey, und dann greifen wir die nächstes Mal an. So. Pfuh. Ach, wir sind ja keine normalen Piraten, wir sind Vampir-Piraten. Uns ist unser Leben eh scheißegal. Wir sind ja schon tot. Aber ich kann es vergessen. So, was haben wir? Technologie erforscht. Ja, genau. Das war... Dass meine Einheiten ein bisschen härter werden. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt der große Durchschlag ist. Was haben wir hier? Schutzgelderpressung. Nee, es bringt nur Geld. Öffentliche Ordnung ist auch nicht verkehrt. Kampagnenkarte bewegen. Ich nehme aber öffentliche Ordnung erstmal. Da haben wir irgendwas um unsere Einheiten noch. Waffenstärke. Zombie-Piraten, Deckarbeiter sind ja diese Standard-Vampire. Aber, Mäuse. Tja. Verluste wieder stärker aufzuholen, wäre auch gar nicht verkehrt. Aber ich gehe nochmal auf Waffenstärke, komm. So, wir haben jetzt hier ein paar Leute verloren. Der hat ein... Und... Ja, Verstärkung kann der später auch. Und ich würde ihn zum Attentäter spezialisieren später. Aber ich hätte doch gerne noch irgendwie... Nahkämpfer. Einen harten. Wir haben ja gerade nichts da. Wir haben das Trauerspiel. So. Ja, er ist wieder weg. Das Schiff könnte jetzt hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, ob wir es angreifen können. Ach komm, machen wir mal. Gucken wir mal. Aber er ist ja außer Reichweite. Ich sehe ihn nicht. Hm. Navigating. Ah, der ist weg. Ja, da ist er, aber noch außerhalb meiner Reichweite. My madness is not weak. Wir haben überall leicht ein bisschen Leute verloren, das ist schade. Komm ich da ran? Life for the looting. Wir brauchen echt ein besseres Schiff, kann er sein? As the crow flies. Set sail. Ich warte mal, vielleicht greift der uns an oder wenn nicht, greife ich dann diese Stadt an und dann marschieren wir hier einmal mal zurück. Brandschatzen zerstören. Vielleicht kriegen wir dann durch mehr Erfahrung, können unsere Städte weiter ausbauen. Machen wir hier so eine kleine, ja ich sag mal, wie heißt der Kontinent hier? Einfach mal gesagt hier so, ja. Lustria, eine Lustria-Tour. Zumindest hier oben in der Ecke. Was ist das da? Eine Skorpionküste, genau. Wir machen eine Konzerttour durch die Skorpionküste. Dann mal durch hier Moskito-Sünde oder wie das Gebiet heißt. Und dann machen wir noch zu Hause ein Konzert in der Vampirküste. Einmal hier so. Gehen wir ein bisschen rum, machen wir es tot. Wenn das Schiff nicht wegsegelt, dann holen wir ihn uns. So, ansonsten, wir haben ja Geld. Was wir einnehmen, die Runde ist natürlich erbärmlich. Ich glaube, die Stadt würde ich sogar gar nicht zerstören. Hier würde ich auch eine Piratenbucht bauen. So, mal gucken. Kann man das nicht irgendwie ein bisschen schneller machen? Unten. Wir müssen echt Fraktion töten, damit das hier echt schneller geht, ne? Oh, wir werden angegriffen. Von den Menschen. Wir haben halbwegs starke Nahkämpfer. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einheiten mit Fernkampfwaffen. Jo, jetzt eine starke Kavallerie, würde ich sagen. Wäre einfach der Hammer, ne? Haben wir aber nicht. Kämpfen wir mal. Ich hab den Kampf gesucht. Und mal gucken, was ich dafür kriege. Ja, unsere Infanterie, wir haben aber auch kaum Infanterie, ne? Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 ganz normale Leute, die sterben werden. Hier diese Doppelschwert-Infanterie, die ist einfach nur zum Sterben. Also er hat uns ja angegriffen. Normalerweise könnten wir uns ja irgendwo schön verstecken und auf ihn warten, oder? Wenn er uns angreift, das wäre schön. Wir haben einmal noch hier diesen Explosivfettsack.
Und zweimal diese Granatenwerfer. Damit können wir ihre Linien der gepanzerten Einheiten so ein bisschen lockern. Wäre gar nicht verkehrt. Und mit diesen fetten Viechern müssten wir eigentlich flankieren. Aber wenn wir das in unsere Mitte tun, dann ist die unsere Mitte sehr schwach und wird dann irgendwann zusammenbrechen. Aber damit flankieren von hinten wäre geil, aber die sind langsam. Hm. Was machen wir? Die Fledermaustypen können wir auf irgendeine Kanone jagen, die uns auf den Sack geht. Aber wird nicht viel dauern, dann ein, zwei, der kriegt ein bisschen Schaden und die Kanone ist ein bisschen abgelenkt, aber mehr wird diese Fledermaus einfach nicht bringen. So, ja, Magie ist uns quasi, ist mir sowas von Wumpe. So, wir haben Wasser um uns drin. Kloppen uns quasi um die Mitte oder was? Das ist auch sehr schmal, ne? Nach hinten können wir nicht gehen? Ne, da können wir nicht nach hinten gehen. Gut. Oder auch nicht gut. Ja, komm. Aufstellung starten. So, und ich mach mal wieder auf Pause. So, ihr seid mein Zentrum. Ganz einfache Kiste. Und ich hätte es am liebsten, weil wir werden, glaube ich, hier um die Mitte kämpfen. So. Pistolen. Einheiten. Granaten in die Mitte. So. Irgendwas, wo es Wald gibt. Ah. Wald rein. Die komponenten Leute. Eigentlich könnten wir es von zwei Seiten machen, aber ich mache einfach. Oh. Dann haben wir die beiden. Muss gewesen sein. So, er hat natürlich im Vorteil, der Feind, dass sein Wäldchen, oder das Wäldchen in der Mitte, natürlich ihn, für ihn näher dran ist als für mich. Ne? Ich habe hier sonst nichts. Ich hätte, eigentlich habe ich gehofft, dass ich vielleicht der Erste bin, der in den Wald kommt. Aber da habe ich doch falsch gemacht. So. Die Karte ist auch echt eng. Das heißt, umfliegen oder so wird nicht klappen. Ja, und die versuchen schon, meinen Fledermaus wegzumörsern. Vielleicht können wir sie einfach ablenken, indem ich die Einheiten nach da hinten schicke. Von der Fledermaus. Los, flieg, flieg, flieg. Fledermaus, flieg, flieg, flieg. Flieg und Sieg. So, unsere untoten Freunde bewegen sich. So. Einfach da hinten hin. Untote Fledermäuse. Da machen wir Angriff. So, wir haben unsere schweren Freunde. Warte mal. Das ist ein Freiwilliger. Der will erstmal dahin laufen. So, können wir was verfluchen? Rettungszauber. Ich würde gerne. Die sind motiviert aus. Die wollen wir verfluchen. So. Wenn er jetzt da reingesprungen ist, wird er hier die Seite nehmen. So, das war die Einheit. Die sind am Flüchten. Die holen wir uns. So. Hört ihr ihren Anführer? Rettungszauber. Achso, das waren nicht für Einheiten. Das war für. Naja. So, was macht da unsere Fledermaus? Bindet die Kanonen. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, Attacke. Attacke. Hier, hier, Attacke. Mitte bricht zusammen. Die bringen die Einheiten auseinander da. Los. Killt den Boss da. Der muss sterben.
Fledermaus macht, lenkt die Kanonen weiter ab und er metzelt da die Pistolenleute nieder. Kann ich mit leben. So, jetzt müsst ihr da mal die anderen töten. Du, Nahkampf, auf den da, los. Wir brauchen Unterstützung. Da, hier, wir haben mal so ein Dickerchen noch übrig hier. Lass mal die in Ruhe, lass mal die einfach hier, laufen einfach quer durch da, durch die nächsten. So, du, die gehen mir auf den Sack, geh auf die. So, wir brauchen eine Unterstützung. Haben wir keine Zeit für. Attacke! Los, kill sie, kill sie, kill sie! Ich brauche Leichen. Alle töten, los, wir brauchen Leichen. Mann, ist der lahm. Aber der Boss lebt immer noch, verdammt, sag's. Los, ihr müsst sie töten. Töten, töten. Oh, sie sind motiviert. Sie sind motiviert, das gibt's doch nicht. Ah, unser Boss macht sie da alleine Platz. Was macht die Fledermaus? Ja, die Fledermaus löst sich gleich auf. Mal hier. Einfach in die nächsten Einheiten rein. Dass hier Boss immer noch lebt, ne? Ja, hol dir einfach in die nächsten, einfach rein da. Können wir hier noch irgendwen verfluchen? Dann machen wir einen Rettungszauber. Und verfluchen die Infanterie. Genau. Einfach einen Ruf da, oder auch den da. So, die Fledermäuse dürften eigentlich leicht kaputt sein, ne? Da sind sie auch. Ich sag da, die halten nichts aus. So, ihr. Guckt euch die Lieder. Sind wieder motiviert? Gibt's da nicht. Immer diese Motivierten. So, gleich auf die nächsten hier drauf. Sollen gar nicht motiviert werden da. Gleich wieder töten. So, der läuft. Dann darfst du dich um die nächste Kanone kümmern. So, ihr Anführer ist gleich tot. Und dann denke ich mal, dürfte es auch mit der restlichen Motivation gelaufen sein, wenn er Jenkins, wenn der gestorben ist. Ja, du darfst dich gerne mit denen amüsieren. Ne, und ihr geht doch besser mal dahin. Wie gesagt, die sind alle motiviert. Das mag ich nicht. So, du kannst dich damit irgendwie nochmal messen. Hau drauf. Schussschadenresistenz. So. Was hier? War hier nicht irgendein großer? Sollte da nicht ein großer hin? Was machst du da? Was stehst du da rum, Dicker? Ach ne, das sind gar nicht die Dicken. Das sind ja hier die Leichen irgendwie Sucher. Los, Spaß haben, töten. Schlachtet sie ab. Ich will Leichen haben. Ich brauche Leichen. Ah, das war unser Sieg. Also es hat gerade so, würde ich sagen, gegen die Menschen gereicht. Aber auch nur, weil sie so viel Infanterie... Also, ich sage nicht Infanterie, sondern... Schusswaffen hatten, ne? Dass wir quasi mit unseren, wie heißen sie, die Dicken nochmal, belebte Kolosse, dass wir die damit quasi ein bisschen auseinanderbringen konnten. Hätten die jetzt mehr Infanterie gehabt, wären wir tot. Ist einfach so. Wir hätten uns da locker besiegt. So, ich hoffe, dass jetzt auch die anderen Einheiten tot sind, weil ihr seht, wir haben selber hohe Verluste. Sogar die Fledermaus ist Geschichte. Ja, aber die Fledermaus, ich weiß nicht, sie kann nicht richtig Fernkampf, sie finde ich, sie kann nicht richtig Nahkampf. Also ich weiß es nicht. Also
kann mit der noch nicht so richtig agieren. Vielleicht ist auch die erste Stufe der Fledermaus scheiße. Vielleicht gibt es später größere Fledermäuse, die für Nahkampf geeignet sind, die so richtig vielleicht so in die Infanterie oder Bogenschützen so reinfliegen. Wisst ihr, was ich meine? Von oben einfach schön so knall, zack und alle töten. Aber nee, wir haben ja 634 Verluste. Ja gut, ist halt so. Aber hier, der Leichenheimsucher und auch die Gruppe haben über 100. Und ja, unser Harkon hat 91 gekillt. Und hier unsere Harakiri-Bombe 64. Normalerweise bei den letzten Gefechten war unsere Harakiri-Bombe hier, der Dicke, der war ja immer, der hat ja immer am meisten gekillt. Aber dieses Mal haben doch ein paar andere Einheiten die meisten Kills. Die sind auch irgendwie nicht so effektiv, wie ich es mir gerne gewünscht hätte bisher. Irgendwie die Granatenwerfer irgendwie. Und auch hier für den Schützen nur 4 gekillt. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Aber nicht geschossen. Da waren ihre... Na gut, ihre... Der war ganz gut. Hier 73 hat er gekillt. Ja, die von der Armbrust waren auch alle besser. Also Untote, Zombies, Vampir, Viecher, die sind auch nicht gut. Die können nicht schießen. Können nicht schießen. Zielen wahrscheinlich. Zielen nur aus der Hüfte. Eibeuter. Bord ruhig. Ja, wir brauchen auch unbedingt... Also, wir brauchen Kanonen. Das Problem ist aber... Für die Kanonen kann ich ja eigentlich nur diese Pistolenleute weggelassen. Oder die Granatenleute. Und wir brauchen immer noch starke Infanterie. Das ist irgendwie ein Schwachpunkt. Oder geile Kavallerie. Aber Kavallerie haben die einfach nicht. Die Fledermäuse reißen es nicht raus. Unsere einzige der schnellsten Einheiten. So, wir teilen. So, müssen teilen. Haben ihn nicht besiegt? Shitte, shitte. Mission erfolgreich. Ja gut, wir haben reicht wohl Armee besiegt. Dass wir den Anführer oder was tun. Mission erfolgreich. Verbessert eure Stadt. Man sieht es ihnen zwar nicht unbedingt an, doch dieser Schatz hat es in sich. Ihr habt nun die Kontrolle über eine Eliteeinheit, die euch auf Wunsch zu Diensten steht, Admiral. Oh, das gefällt mir ganz gut, weil wir haben ja gerade Platz. So, die Intrige der Pestilenz ausgeführt. Seuchenclan. Diese Fraktion hat die Intrige der Pestilenz ausgeführt. Ein besonderer Seuchenpriester wurde herbeigerufen, der eine tödliche Seuche in eine feindliche Stadt trat. Hoffentlich nicht in meine. Aber eigentlich steuern uns doch Seuchen nicht. Wir sind tot. Ganz einfach. Wow, to your king. Was haben wir hier? Ja, Seuche. Schlacht. Harkon ist aufgestiegen. Piratenschlupfwinkel ist fertig. So. Luther Harkon. Was können wir bei dir jetzt machen? Was können wir? Verluste sind immer noch eigentlich ein gutes Thema. Aber auch unsere Soldaten zu. Gerade die Infanterie. Eigentlich können wir hier alles ausmachen. Komplette Armee. Ist mir einfach zu. Ich mache einmal noch Verluste. Was ist beim nächsten Mal? 15. Nee, dann müssen wir mal hier in diesen mittleren Part gehen. Der ist einfach so. So, was haben wir da? Wir haben jetzt nur noch 11 Einheitengruppen, aber... Ja gut, die haben fast keine Infanterie mehr. Aber guck, was ich habe. Fast keine Infanterie. Tada! Von daher würde ich doch eher erstmal wieder an Land gehen.
Und ja, wir können eine legendäre Einheit schützen. Ja, super, das ist genau die Einheit, die ich nicht brauche. Können wir hier irgendwie Tote erwecken? Gibt es hier was gratis? Hier die Infanterie-Leute können wir gebrauchen. Und ja, dann vielleicht davon noch ein paar. Und das war voll. Ich würde mit denen trotzdem Krieg anfangen und da einfach mal wieder ein bisschen plündern. Ne, das geht ja, zurzeit geht der Plan ja auf. Ich hoffe nur, dass die Stadt schwach besetzt ist. Machen wir nochmal eine Runde. So, ein bisschen vorspulen. Da sind, glaube ich, Truppen drin, kann das sein? Aber hey, wir sind Piraten. Wir legen uns hier mit jedem an. Wir wollen Schätze, wir wollen Ruhm. Da gibt es für jeden einen auf die Nuss. Hat Mission fehlgeschlagen? Ein Schlachtplan. Das Blut des Nachthimmels ist purpurrot. Der Wind des Chiyish ist stark und erfüllt die Besatzung mit voller Kraft und Stärke. Es ist Zeit zu handeln, zu erobern und diesen mächtigen magischen Segen zu unserem Vorteil zu nutzen. Wir sollten die Meere beherrschen oder unsere Aufmerksamkeit auf Lande richten. Lande. Verlust. Aber haben ja Verluste. Och komm, wir nehmen das Beinchen. Schwert des Cain. Schwert des Cain beansprucht. Das Schwert des Cain wurde von jemand anderem beansprucht. Die Welt steht erneut vor dem Untergang. Außer ihr schafft es, ihn vor euch zu reißen. Das sieht mich aber nicht. Schwert ist mir scheißegal. Oh ja, es wäre cool, wenn wir das kriegen würden. Was ist das eigentlich? Ja, dann haben wir hier keine Armee mehr. Mal gucken, wir könnten hier mal ein bisschen weiter aufrüsten. Wir machen hier trotzdem unsere Tournee. Und wenn das Schwert des Cain noch verfügbar ist, können wir ja mal zum Friedhof der Galeonen und von dort aus zu die versunkenen Länder. Wenn wir das Schwert des Cain dann kriegen, dann nehmen wir das natürlich, ne? King of the Vampire Coast. So. Jo, dann, Back to your ranks. Bauen wir mal auf die Kacke. Ah, komm, Krieger. Das ist schon ein Krieg. Ah, komm, ja. Ist mir egal. Sind doch bewacht. Ah, nee, dann überlege ich es mir anders. Entschuldigung. Das traue ich jetzt meiner Einheit, meiner Armee nicht zu. Dann, ja. Ist hier das Konzert abgesagt? Dann gehen wir mal nach Tlax und gucken mal, wie es da schaut. Oh, wir können hier bauen. Ja, mein Freund. Was können wir bauen? Was können wir bauen? Sirenen. Ich weiß nicht, was Sirenen können, was sie machen. Das könnte die... Könnte noch interessant sein. Schatz, okay. Was können wir hier? Fluchartillerie, der verbessert unsere Artillerie. Und diese Zombie-Piraten-Artillerie. Handkanonen, die könnten auch noch geil sein. Und... Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Kapitäne... Könnte man auch gebrauchen. Man kann eigentlich alles gebrauchen. Ah ja, hier können wir Fledermäuse bauen. Da sind dann die Deckwerfer, die jetzt bei uns gestorben sind. Deckwerfer, Musketen. Deckwerfer, Bomber. Deckwerfer, Bomber. Jagdschrei, Flederbestie. Das klingt doch nach dem, was ich gebrauchen kann. Ich kann eigentlich alles gebrauchen, wie das scheint hier. Aber die werden ja quasi am schnellsten... Dann können wir von den Lightheim-Sucher vielleicht mehr bauen und dadurch schnellere, bessere Infanterie bekommen. Die sind, wenn man da von der Info sehen. Ja, Warhammer 2, lad, komm mal die Info. Was ist das für ein Bild? Ich will das Bild sehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was diese Krabbenviecher? Scheinen aber auch gut
Vielleicht sind sie auch wieder... Ach komm, die machen. 4 Runden. Aber wir haben noch Geld. Blutsümpfe können wir nichts bauen. Ja, ich würde dann einfach hier das nochmal bauen, damit wir einfach ein bisschen mehr Einkommen kriegen, weil wir haben ja eigentlich nicht viel. Wir können immer noch bauen. Ja, noch alles bauen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach, Kanon! Kanon! Warum komme ich nicht auf die Idee? Kanon! So, jetzt hab ich kein Geld mehr. Ein bisschen sparen müssen wir ja auch, ne? So. Ach komm, eine Runde noch. Eine Runde noch. Wir wollen nach Telax. Vielleicht schaffen wir das ja in einer Runde. Komm. Naja, jetzt haben wir ihnen den Krieg erklärt. Der wird jetzt wahrscheinlich in unsere Richtung laufen. Ist mir aber Käse. Oh, Orks. Especially from me. Aha, konnte das immer ausreden. Krieg erklären. So. Komm doch, komm doch. Eine Meuterei ist im Gange, Admiral. Oh. Erteilt diesen Halunken eine schnelle Lektion. Ja, Kommandeur ist übergelaufen. Dreckiger Bastard. Gut, dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall mehr Geld, weil wir quasi... Das Problem ist, wir sind noch ein bisschen weit weg. Kommen wir da nicht hin, oder was? Können wir noch hier irgendwie uns verschanzen? Gewährt Verstärkung, gibt Zugriff auf globalen Rekrutierung. Dann machen wir das. Dann heilen sich ein bisschen unsere Leute und... Kann ich was rekrutieren? Kurven? Nee, kann ich nichts. Gut, ich würde sagen, wir machen mal hier einen Break. Ich würde dann die Runde gleich mal fortführen. Und dann mal gucken, was hier unser Verräter macht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ein Like, es würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao!